Freunde. Habt ihr gerade so schön gesungen? Was machst du denn? Seht doch mal, jetzt bin ich auch ein Meerfee-Freund. Was für eine tolle Schwanzflosse. Hey, wartet auf mich. Das ist wie Fliegen. Bin ich wirklich? Das muss ein Traum sein. Juhu! Hilfe! 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 Hä? Ist das Marshall? Das ist nicht Marshall, das ist bloß ein Fisch. Das ist die Taucherglocke von Captain Tollpatsch. Darum habt ihr mich hierher gebracht. Ach so, sie sitzen fest und ich soll ihnen helfen. Nichts passiert. Du siehst echt schick aus. Danke, Zuma. Ryder, gut, dass ihr hier seid. Captain Tollpatsch und François sitzen unter einer Riesenseeschnecke fest. Hilfe! Zuma, fahr mal ein bisschen näher ran. Rocky, wir brauchen deine Seilwinde. Kommt sofort. Seilwinde. Und jetzt, Marshall, hak sie irgendwo ein. Ryder, ich finde hier nichts, wo ich sie einhaken könnte. Die Schnecke bedeckt die ganze Tauchglocke. Dann müssen wir sie aufwecken. Gut, versuchen wir es mal. Kommt, Meerfellfreunde, Schnecken wecken. Na, kommt. Schnecke, aufwachen. Genug geschlafen. Aufwachen. Aufstehen. Bart, mach ein Video davon. Es ist sagenhaft sensationell, was hier passiert. Nicht einmal Rubble kann schlafen, wenn man ihn kitzelt. Ja, es hat geklappt. So, Marshall, jetzt mach schnell die Seilwinde fest. Das geht nicht, Ryder. Die Öse ist kaputt. Hm. Dann müssen wir die Tauchglocke unter Wasser reparieren. Hallihallo. Uah! Ja, es ist richtig schön im Wasser. So schön nass. Rocky, wir haben hier unten eine kaputte Tauchglocke. Oh ja, entschuldige, Ryder. Bin schon unterwegs. Hm, das kriege ich wieder hin. Ruff, Kleber. Ruff, Greifer. Sieh mal, Ryder, für die Meerfellfreunde ist das, was wir machen, wie Zauberei. Das müsste halten. Danke, Ryder. Ohne deine Hilfe säßen wir immer noch fest. Tja, dann müssen Sie sich bei den Meerfellfreunden bedanken. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein bisschen Meerfellfreunde-Gesang reicht. Dürfen wir mit den Meerfellfreunden spielen? Bitte, dürfen wir? Dürfen wir? Aber natürlich, ihr habt alle so brav geholfen. Ja! Was hast du, Meerfellfreund? Was ist denn los? Du bist deine Meerfellfreund-Mama und dein Meerfellfreund-Kind ist da drin. Hilf mir, Sky. Wir müssen den Mast bewegen. Der ist zu schwer. Wir schaffen das nicht. Keine Sorge, Meerfellfreund-Mama. Unsere Freunde kommen her, um uns zu helfen. Ich gehe Ryder suchen. Sky, versuch die Tür zu öffnen. Sie klemmt, Ryder! Durch den Mast muss sich der Türrahmen verzogen haben. Captain Turbot, Sie müssen mit Ihrer Tauchglocke die Tür aufbrechen. Aye, aye, Ryder! Sky und Zuma, ihr schwimmt in die Kajüte und holt die Kleine, sobald die Tür aus dem Weg ist. Das machen wir! Schwimmen wir beiseite. Los, Captain Turbot! Haltet euch fest!
Oma. Los! Warte, wo ist sie nur? Meerfellfreund? Kleiner Meerfellfreund, wo bist du? Suma, da drüben. Ich glaube, die Kleine hat Angst. Wir sind hier, um dir zu helfen. Wir wollen dich zurück zu deiner Mama bringen. Hörst du? Fellfreunde, beeilt euch. Oh, da ist Sky und sie hat das Junge. Sie sind aus der Kajüte raus. Ja, sie haben es geschafft. Ja, juhu. Freunde, da kommt eine Menge ziemlich großer Dinge auf euch zu. Oh, oh. Wahnsinn. Oh. Vielleicht kann Rocky uns helfen. Hä? Sky? Das. Hallo, kleiner Meerfellfreund. Juhu, ich bin ein Meerfellfreund. Juhu. Ryder, da drüben! Wow! Ist das Rocky mit einem Fischschwanz? Und dabei geht er sonst nicht mal in die Nähe einer Badewanne. So klappt es nicht. Rocky, benutzt deinen Werkzeugarm, um die Schrauben zu lockern. Verstanden, Ryder. Schraubendreher! Suma? Hallo, Rocky! Oh. Danke, Kumpel! Ja! Wir haben es geschafft! Also gut, Fellfreunde, tauchen wir auf! Weil sie ihr Junges wieder hat und alle in Sicherheit sind. Paw Patrol, ihr habt die magischen Meerfellfreunde gerettet. Wir alle gemeinsam, Captain Turbot. Sie wissen doch, wer uns braucht, gebt einfach nur laut.